Die Wolfenstein-Reihe profitiert davon, die Ästhetik des sogenannten Dritten Reichs auf die Spitze des Eisbergs zu treiben. Bethesda Games möchte auch nie den realistischen Übershooter kreieren, sondern setzt mehr auf das Szenario, den Faschismus zum Abschluss freizugeben. Heute kam Wolfenstein 2 The New Colossus raus und begeistert tausende Gamer. Was auffällt, das gesamte Spiel ist ein einziges Feuerwerk von wunderschönen Bildern, actiongeladenem Sound und die brachialsten Gewaltszenen, die es je in einem Spiel gab. Der Bösewicht ist das sogenannte Dritte Reich. In Deutschland freilich ohne Hakenkreuze und die Nennung von Nazis. Ob diese Zensierung heutzutage noch notwendig ist, ist fragwürdig. Was hingegen nicht fragwürdig ist, sondern richtig geil ist, ist der Fakt, dem Faschismus im Spiel auf die brutalste Art und Weise den Kampf anzusagen. Auf jeden Fall zum Spielen wert, die mal einen abwechslungsreichen und actiongeladenen Shooter mit einer genialen Story suchen. Wollt ihr dem Faschismus auch den Kampf ansagen? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten war's das für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.